eine große Ehre für mich, hier zu sein. Es ist nicht das erste Mal an der Johann Wolfgang Goethe Universität. Eine Freude. Und ich werde also etwas über Konflikttheorie und Praxis sagen. Es gibt Leute, die nur Therapie haben und keine Analyse. Man nennt sie Politiker. Dann gibt es Leute, die sehr gute Analyse haben und keine Vorschläge. Man nennt sie Professoren. Die sind also in unterschiedlichen Gebäuden zu Hause. Und die Aufgabe der Friedensforschung, wie ich es gesehen habe, Brücke zwischen den Gebäuden. Also Diagnose und Therapie zusammen, Hand in Hand. Welche Möglichkeiten gibt es in einem Konflikt, wenn Konflikt Widerspruch zwischen Zielsetzungen sei? Ist. Es gibt fünf. Und entweder kennt man diese fünf oder man kennt sie überhaupt nicht. Und ich würde also sagen, es ist besser, die fünf zu kennen. Die sind ganz einfach. Aber in der Praxis nicht so ganz einfach. Und glauben Sie nicht, dass ich werde jetzt Win-Win sagen. Ich bin nicht auf dieser Schiene. Sondern hier haben wir zum Beispiel Ecuador. Und es geht um einen Konflikt in den Anden über 500 Quadratkilometer. Ein Streit zwischen Ecuador und El Peru. Hoch, 5000 Meter hoch. Die Karten waren schlecht. Zwei amerikanische Ölkompanien haben einen Krieg zwischen Ecuador und Peru in 1941 finanziert. Peru hat gewonnen. Peru hat ein Drittel des Territoriums verloren und Ölkompanien hatte gute Verdienste gehabt. Und jetzt bleibt es also 500 Quadratkilometer und die Fragestellung ist, was tun wir damit? Und Ecuador sagt, Position 1, das gehört uns. Peru sagt genau dasselbe, es gehört uns. Also wenn man glaubt, dass es wichtig ist, dieselbe Zielsetzung zu haben, ist nicht wichtig. Also zwei Männer in eine Frau verliebt, die haben genau dieselbe Zielsetzung. Aber es gibt eine Menge von Literatur über mögliche Konflikte. Also eine Hälfte der Literatur geht es genau darum. Dann kommt also die Botschaft, es gibt drei mehr Möglichkeiten. Und dann ist also die Fragestellung, was bedeutet das in einem konkreten Fall? Und ich werde jetzt sagen, wie es verlaufen kann, und Sie werden sagen, ja, das war ja ganz einfach. Ist nicht so einfach, konkret. Und Sie haben so ungefähr 10 Sekunden. Weil der Außenminister oder derjenige möchte gerne eine Antwort haben. Und die Fragestellung, ich möchte gerne zurück zu meinem Büro und meinen Computer öffnen und googeln und so weiter und lesen, was der Galtung gesagt hat dazu und so weiter. Das geht nicht. Sie müssen unmittelbar eine Methode haben, ein Algorithmus. Also diese Position heißt entweder und diese heißt oder. Die sind ganz bekannt. Es gibt Menschen, die sagen, die einzige Position, die annehmbar ist, Nummer 1. Winning is not everything, it's the only thing. Es gibt Militärs, die das sagen, aber noch haben sie Lektionen, in wie man mit Würde kapituliert. Keine schlechte Idee. Und in so zwei Dekaden mehr wird es für die Amerikaner nützlich sein und für die Bundesdeutschen, die werden sich innerhalb 5 Jahre zurückziehen, aber in der Zwischenzeit könnte es nützlich sein. Also diese Position heißt weder noch. So, ich sitze in Guatemala und vor meinen Augen sitzt ein Ex-Präsident von Ecuador. Wir haben darüber geredet, über die ganze Geschichte und so weiter und so weiter. Ich habe lange, lange Jahre in Lateinamerika gelebt. Und dann ist es ganz klar, zwischen Fleischgericht und Nachspeise geht es so langsam Richtung Vorschläge. Und er hat also gefragt, der Kellner wartet schon, ja, wie ziehen wir die Grenze, Herr Galtung? Weil Grenze, das ist Kompromiss, wir teilen es in zwei.
Und sie haben Wasserscheide versucht, sie haben Geschichte versucht. Sie haben sogar viele Kriege versucht. Und die Idee war, die Waffenstillstandslinie wird die Grenze sein. Nichts war geglückt. So habe also ich in meinem Gehirn das Schema, es war trepaniert, eine Trepanation zuerst, und das Schema eingebaut. Und hier steht es also sowohl als auch. So ich sage also, sehr geehrte Eure Exzellenz, wie wäre es gewesen, wenn man möglicherweise das Folgende gedacht hätte? Spanisch ist auch ausgezeichnet, es gibt eine Unmenge von Konjunktiven. Como si fuera, como si fuese, etc. Es gibt sogar zwei unterschiedliche Konjunktiven, die genau dasselbe sagen. Das gibt es noch nicht auf Deutsch. Also, wie wäre es gewesen, wenn man es gemeinsam verwaltet? Eine bistaatliche Zone, aber da muss ich jetzt möblieren, weil es muss konkret sein, mit einem Naturpark. Er hat gesagt, Kreativvergaltung, aber zu kreativ. Viel zu kreativ. Es ist nicht, dass es nicht möglich ist, aber es wird 30 Jahre nehmen. Ich habe in den letzten 30 Jahren an alle Tagungen bin ich Teilnehmer gewesen. Niemand hat das gesagt, Sie sind der Erste. Aber man braucht 30 Jahre, um sich daran zu gewöhnen. Und dann 30 Jahre mehr, um das zu realisieren. Dann kommt eine lange, komplizierte Geschichte. Es hat 3 Jahre gedauert. In 1998 gab es einen Friedensvertrag in Rio de Janeiro und hat man genau das getan. Jetzt sind wir 13 Jahre her. Man hat keine einzige Gewaltaktion gehabt. Keine Rache, nichts. Es hat funktioniert. Warum? Weil es egalitär war. Wir hatten dieselben Rechte. Wir haben über Gremien diskutiert, wie macht man Entscheidungen. Ich habe 50-50 gesagt und die Peruaner haben gesagt, ja, gucken Sie die Karte an, wir sind ja größer. Und wie war ein, wir waren NATO, wir hatten einen Vizekönig und diese ecuadorianische Leute, das war nur ein Capitania General, eigentlich ein Nichts. Spielt keine Rolle, habe ich gesagt, das geht nicht. Es muss egalitär sein. Nicht notwendigerweise völlig mathematisch egalitär, aber nicht in Inegalität flagrant, sondern mal schon. Also, das haben sie getan und damit hat man ein Novum eingeführt. Es gibt Zonen in Antarktika und es gibt solche bistaatliche Sachen. In afrikanische Kolonialländer hat es gegeben. Aber gucken Sie die Karte durch, ist die einzige. Ich muss sagen, ich fand es fantastisch, dass die beiden Präsidenten das angenommen haben.